Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Walgott TV, Ihrem regionalen Fernsehprogramm. Ich begrüße Sie heute mit folgenden Themen. Die Musikschule Walgau lud vor kurzem zum Jahreskonzert ein. Wir waren mit dabei. Die Frastanzer Feuerwehr erhielt ein neues Tanklöschfahrzeug. Klaus Malin berichtet und weiters zeigen wir eine Fortsetzung der Serie Bugo, die Erlebnisbücherei in Göffis. Vor wenigen Wochen berichteten wir über den Tag der offenen Tür der Musikschule Walgau. Der neue Schulleiter Christian Mattis wies dabei auf das bevorstehende Jahreskonzert im Nenzinger Ramschwacksaal hin. Ob Klassik, Jazz, Volksgesang, es war ein bunter, abwechslungsreicher Abend mit Solisten und Ensembles verschiedenster Altersklassen. Und ein Abend, der wieder einmal mehr zeigte, dass Musik verbindet. Vor kurzem hieß es Vorhang auf für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Walgau. Die Schule wird als Verein geführt und zählt derzeit rund 900 Mitglieder. Unter dem Motto von Barock bis Rock fand vor kurzem das traditionelle Jahreskonzert im Ramschwacksaal in Nenzing statt. Das Jahreskonzert ist für uns ein sehr wichtiges Konzert. Es wird weiterhin so stattfinden. Es werden Großgruppen zu hören sein, erstmals zum Beispiel der Workshop-Chor. Es werden aber auch exzellente Solisten zu hören sein. Ein bisschen eine Fangfrage, aber was sind heute deine persönlichen Favoriten? Wir haben nur Favoriten heute Abend. Es sind natürlich einige exzellente Beiträge auf sehr hohem Niveau dabei, die sich kürzlich auch beim Landeswettbewerb Prima La Musica zum Beispiel messen konnten. Auch da haben wir sehr viele gute Auszeichnungen bekommen und sind natürlich als Musikschule sehr stolz darauf. Stolz ist Direktor Christian Mattis auch auf das vielfältige Angebot, das den Mitgliedern geboten wird. Derzeit stehen fast 40 verschiedene Unterrichtsfächer zur Auswahl. Kommendes Schuljahr wird dieses Angebot nochmals erweitert. Zum Beispiel im nächsten Jahr die Musikmäuse, Eltern-Kind-Gruppen für 2- bis 4-Jährige, ja, wo wir speziell natürlich auch unsere Jugend ansprechen wollen, unsere ganz junge Jugend. Für die musikalische Förderung von Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter gibt es das Angebot der elementaren Musikpädagogik. Christine Domig unterrichtet dieses Fach. Sie ist ausgebildete Musikpädagogin und kennt die vielen Vorteile, wenn es heißt, früh übt sich. Kinder ab 4 Jahren werden spielerisch zur Musik geführt, Freude an der Musik vermittelt. Vor allem die Grundelemente werden in der musikalischen Früherziehung, wie es vorher hieß, gefestigt. Rhythmus aufgreifen und sehr viel Raum für Kreativität. Dieser Raum für Kreativität bietet die Möglichkeit zur Entfaltung und Gefühle auszudrücken. Wichtige Grundlagen für das Musizieren später. Das Echo der Instrumentallehrer ist schon so, dass sie also schon Unterschiede spüren, ob das Kind vorher musikalisch schon auf dem Weg war, unterwegs war oder ob alles für ihn jetzt neu ist. Oft ist der Gedanke noch verankert, dass Kinder ein Jahr Blockflöte lernen müssen und dann erst ein anderes Instrument lernen können. Doch der Weg muss nicht immer so sein. Denn es gibt auch Kinder, die die Blockflöte nicht unbedingt als ihr Instrument entdeckt haben. Und diese Kinder haben die Möglichkeit im Frühinstrumentalunterricht, da gibt es auch schon verschiedene Instrumente, dass es früher ja noch nicht gab, dass sie schon früher auf der Klarinette beginnen können, auf den Blasinstrumenten. Und dadurch hat sich das auch wirklich erübrigt, dass wir immer wieder sagen, spiel zuerst Blockflöte. Musizieren soll schließlich Freude bereiten. Und diese Freude spürte man als Konzertbesucher bei den Mitwirkenden. So sind für das kommende Schuljahr bereits 1 bis 2 zusätzliche Konzerte in Planung.
Wir wechseln nun zur Gemeinde Frastanz. Dort wird am kommenden Pfingstwochenende das neue Tanklöschfahrzeug gesegnet und der Bevölkerung vorgeführt. Wir bekamen bereits vorab die Möglichkeit, das neue Fahrzeug zu besichtigen. Ich bin Leiter vom Fahrzeugausschuss der Feuerwehr Frastanz und darf euch die Neuanschaffung, das DLF A 3200, vorstellen. Das neue Fahrzeug ersetzt das bereits 30-jährige Vorgängerfahrzeug. Das wird jetzt ausgeschieden bei uns und wird gespendet von der Gemeinde und vom Land. Und zwar geht das nach Moldawien, wird der Pfüsener Feuerwehrler dahin überstellt und wird dort einer sehr armen Bevölkerung wird das zur Verfügung gestellt. Die Abkürzung DLFA 3200, die steht für Tanklöschfahrzeug mit Allradtechnik. Wir führen 3000 Liter Wasser mit und haben somit eine eigene Wasserversorgung an Bord und zusätzlich 200 Liter Löschschaum. Somit wird das Auto in erster Linie für den Brandeinsatz verwendet und als Erstmaßnahme kann das autonom schaffen. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über ein leistungsstarkes Stromaggregat, wo wir da sehen. Somit ist gewährleistet, dass wir unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sämtliche Gerätschaften bedienen können. Eine Besonderheit an dem Fahrzeug ist die in die Mannschaftskabine integrierte Atemschutztechnik, die wir da im Hintergrund sehen. Somit kann sich die Mannschaft schon während der Anfahrt komplett einsatztauglich ausrüsten und der große Vorteil ist, dass am Einsatzort direkt Menschenrettung oder ein Brandangriff vollzogen werden kann. Wir befinden uns jetzt im Führerhaus vom neuen Fahrzeug. Eine Besonderheit ist, dass der Fahrer ein Bediendisplay hat. Von dem muss er sämtliche elektrische Anlagen bedienen kann, auch den Pumpenstand. Das heißt, sämtliche Funktionen sind vernetzt und können vom LCD-Display aus bedient werden. Ja, und wenn Sie das Fahrzeug 1:1 erleben möchten, dann laden wir Sie recht herzlich ein zum Tag der Sicherheit der Feuerwehr Frastanz. Der findet am 31. Mai 2015 statt, da im Feuerwehrhaus. Wir laden die Familie recht herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch. Sollten Sie am Pfingstwochenende noch nichts vorhaben, ist diese Vorführung sicherlich ein unterhaltsamer Programmpunkt. Am Pfingstwochenende wird für Familien im Walgau noch einiges mehr geboten. Mehr dazu zeigt ein Blick auf den Veranstaltungskalender. Am 31. Mai ist wieder Weltspieletag. Anlässlich dazu gibt es im Park der Villa Falkenhorst ein großes Spielefest für die ganze Familie. Beginn ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Das Wochenende darauf lädt der Männerchor Nenzing zum Schlagerkonzert ein. Chorleiter Franz Kickel und die Sänger freuen sich, wenn sie am 6. Juni im Ramschwagsaal in Nenzing oder am 7. Juni im Gemeindesaal in Düns mit dabei sind. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 20 Uhr. Vor kurzem fanden im Ländle die Mostwochen statt. Anlässlich dazu haben wir eine Verkostung mit drei Mostsommeliers im Restaurant Graf Anton in Bludesch gefilmt. Einen dieser drei Mostsommeliers werden Sie vielleicht gleich wiedererkennen. Denn von Helmut Sonderegger erfahren Sie gleich einmal mehr etwas über die Mostherstellung. Neben gutem Most wissen die Göffner allerdings auch guten Schnaps und Wein zu produzieren.
Der Blaufränkische von Weinbauer Gerd Markowski kann eine lange Geschichte erzählen. Vergeht doch ein Jahr, bis die blaue Traube im Weingart reif ist. Ja, wir sind jetzt hier in der Brater auf über 600 Meter. Der Weinbau ist eine zeitintensive Geschichte, wenn man will, dass etwas rauskommt. Gerd Markowski pflegt 1100 Rebstöcke, die rund 1000 Flaschen Wein ergeben. Durch die klimatischen Vorzüge wie auch durch den Föhnwind aus dem Saminertal können Sonnenhanglagen in Göfis weinbaulich genutzt werden. Es ist so gut, dass wir in Göfis mittlerweile wieder 6 Winzer sind und wir verkaufen unsere Weine teilweise in Bugo, was uns natürlich sehr freut. Schon längst hat der Most seinen Ruf als bäuerlicher Durstlöscher hinter sich gelassen und etabliert sich zum Edelgetränk. Hier bei der Mostverkostung wird er auf Herz und Nieren geprüft. Helmut Sonderrecker ist Mostsommelier und weiß, wovon er spricht, wenn er den naturbelassenen sowie den veredelten Most vorstellt. Der eine ist trüb ohne Behandlung, der andere ist schön klar. Und das ist ein Most, der nach heutiger Kellertechnik gemacht worden ist. Was für Obst verwendet man da? Da verwenden wir Apfel- und Birnensorten aus Streuobstbeständen direkt in Göfis. Das ergibt, so der Sommelier, ein wunderbares Geschmacksbild. Bei der Zuckermessung mit der Öchslewaage kann dieser Most respektable 55 Grad aufweisen. Für Süßmost ein sehr guter Wert. Der Süßmost vervollständigt auch die gesunde Jause in der Volksschule. Und dafür helfen die Volksschulkinder mit Begeisterung beim Obstauflesen mit. Familie Guntermann bietet am Göfner Markt ihre edlen Tropfen an. Schnäpse und auch Liköre werden in liebevoller Arbeit aus bestem Obst erzeugt. Insgesamt gibt es in Göfis 25 aktive Schnapsbrenner. Ich habe dieses Jahr ca. 1500 Liter Maische eingeschlagen und werde die in 2-3 Wochen brennen. Im Schnapskeller lagern edelreine Brände und Liköre, jeweils 5 Sorten. Naturprodukte, hergestellt nach eigener Rezeptur und qualitativ auf höchstem Standard. Jede einzelne Flasche wird von Hand abgefüllt, verschlossen und etikettiert. Das, was ich hier abfülle, ist Zitronenbiere. Sie ist sortenrein und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass das Obst reif ist und aus der Region kommt. Im Laufe der kommenden Wochen zeigen wir Ihnen noch Teil 7, den letzten Teil der Bugo-Serie. Wir sind mittlerweile wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Versäumte Beiträge können Sie wie immer auch auf unserer Homepage unter www.walga.tv abrufen. Ich verabschiede mich im Namen des Teams. Auf Wiedersehen und bis bald.